Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Ey, Silvio, hast du irgendwie was von Falks deinem Video mit reingeschnitten? Ey, bist du behindert? Wie Videokonzept, Kontern und so, hä? Alter, guck dir doch mal die Scheiße an, ey. Die haben ja nicht mal einen Lichtschalter gefunden. Alter, was hast du denn da für einen Beat gepickt? Der ist ja fast genauso lahm wie die Parts, die du kickst. Du willst mich damit doch bloß demotivieren, denn die erst klaren Sachen, Skills fickst du eh nicht mit mir. Schau, was du willst, Digga, ich räum dich sowieso aus dem Weg. Das hier ist wie Thanksgiving, jetzt wird dieser Vogel zerlegt. Du willst mir was von Zweckram erzählen, ey, was stimmt denn nicht mit dir? Das ist so, als würde Jenny Scotty fürs Lispeln kritisieren. Ey, du hältst mich von faulen Nazi, glaubst du echt, das trifft mich jetzt? Und das sagt den Student, der Arbeit bloß von seinem Physikus kennt. Ja, Mann, ich bin braun, doch das liegt, denk ich, an meinem Hauttyp. Und wenn ich mein Flüchtlingsheim abbrenne, nur weil ich dort aufdrehe. Langsam wird dir klar, dass dein beschränkter Plan nicht aufgeht. Du bist so ein Loch, mit dir kannst jeder Sänger Knabe aufnehmen. Du wärst sogar mit drei Facebook-Likes dann oberhalb dem Seafake. Ist bloß mal der Überflieger, wenn ein Forum-Beitrag liest. Du machst auf mega hart, doch kopierst Moloch Dilemma. Komm erstmal in die Pubertät, du kleiner Vorab-Gangster. Der Porter Wonderbanger zeigt dir, wie man's richtig macht. Du bist maximal der Boss bei einer Girlie-Kissenschlacht. Und warum bist du so dünn, Junge, das geht gar nicht klar. Ach stimmt ja, du bist Vegetarier. Mein Essen scheißt auf dein Essen. Und ich will dich bestimmt nicht vögeln, doch ich glaub, das hättest du gerne, du Keck. Damit der Mann in deinem Leben ein echter Kerl in dir steckt. Du sagst, ich steh in Hengst im Schatten, Digga, soll mich das kränken? Ich mein, du stehst in niemandes Schatten und kannst trotzdem nicht glänzen. Yeah, und Falk hat sich für mich das Kiffer-Image ausgedacht. Schön, Digga, ich hab das letzte Mal vor 10 Jahren Kraut gepafft. Doch wenn Falk etwas bei Wikipedia liest, dann glaubt er das. Das zeigt, dass du weder einen Plan noch kreativen Output hast. An deiner Stelle hätte ich mich mal richtig schlau gemacht. Denn ich hab Job und Familie und baue mir grad was auf, du Spaß. Du hingegen hängst an einem Studium, das du kaum noch packst. Weil du außer Texten in der Uni überhaupt nichts machst. Und die Chancen stehen schlecht, dass du mit Rap groß rauskommen kannst. Denn du bist nicht ansatzweise so gut, wie du's glauben magst. Jetzt kannst du sehen, wie dein VBT-Traum zerplatzt, weil ich deine ganze Scheißrunde ins Leere laufen lass. Du machst auf mega hart, doch kopierst Moloch Dilemma. Komm erstmal in die Pubertät, du kleiner Vorab-Gangster. Der Porter Wonderbanger zeigt dir, wie man's richtig macht. Du bist maximal der Boss bei einer Girlie-Kissenschlacht. Und warum bist du so dünn, Junge, das geht gar nicht klar. Ach stimmt ja, du bist Vegetarier. Heute schon geweidet?